In Photoshop fangen wir damit an, ein neues Dokument zu erstellen. Das nenne ich einmal Apokalypse. Setzt die Einheit auf Zentimeter. Und wir wollen ein relativ großes Bild. Das heißt, sagen wir mal 40 mal 60 Zentimeter und mit einer Auflösung von 300 dpi. Also groß genug, dass man auch noch Details sehen kann. Und dieses Dokument speichere ich einmal als Apokalypse Photoshop Datei. Und nun kann ich damit anfangen, mein Bild vorzubereiten. Und ganz wichtig sind erstmal Hilfslinien, dass ich mich in meinem Dokument besser orientieren kann. Einmal auf 50% horizontal und einmal 50% vertikal. Und nun weiß ich so ungefähr, wo die Mitte meines Bildes ist. Ich werde hier meinen Horizont mehr oder weniger daran orientieren und die Person in der Mitte ausrichten. In Lightroom habe ich ein paar Bilder aus Fotolia schon mal vorbereitet und runtergeladen. Und mit diesem Bild hier würde ich gerne erstmal anfangen. Öffne die Originaldatei in Photoshop. Und als allererstes werde ich mir einmal den Himmel markieren mit dem Schnellauswahlwerkzeug, also hier, einmal schnell drüber gepinselt, dann mit gehaltener Alt-Taste auf das Maskensymbol geklickt, um die Maske zu invertieren. Und diese Ebene benenne ich nach dem Dateinamen hier oben, sodass ich, wie bei allen anderen Dokumenten, immer weiß, auf welche Fotolia-Datei ich zurückgegriffen habe. 1757938. Und diese Sandebene wandle ich mir jetzt einmal in ein Smart-Objekt um und dupliziere dieses Smart-Objekt in unsere Apokalypse-Datei. Diese Originaldatei brauche ich nicht mehr, da wir ja hier ein Smart-Objekt haben, kann sie also schließen. Und nun kann ich hingehen und mir diese Sandebene positionieren. Ich werde sie auch einmal transformieren, sodass sie wirklich komplett in diesem Bereich ist. Und jetzt mit Rechtsklick in den Transformationsrahmen reingehen, perspektivisch aktivieren und hier ein bisschen Perspektive hinzufügen. Vermutlich so in etwa. Später, wenn ich die Person einfüge, kann ich immer noch, da wir ja ein Smart-Objekt haben, hier zurückgehen und die Perspektive erneut anpassen. Zurück in Lightroom. Was haben wir noch Interessantes? Ich habe hier einmal so eine Sanddünenkonstellation, die ich ganz interessant finde. Und auch einmal in Photoshop öffnen möchte. Auch hier werde ich mir einmal den Himmel grob auswählen. Ein RGB-Kanal sein. Alt-Taste, das Maskensymbol. Und auch hier werde ich einmal den Dateinamen einpassen, dafür muss ich aber die Ansicht einmal kurz wechseln. 48227709. Und auch hier wieder in ein Smart-Objekt konvertieren. Ebene duplizieren. Ins Apokalypsen-Dokument schließen, weil ich es nicht mehr brauche. Und hier habe ich die Sanddünen. Command-T wieder, um das Smart-Objekt zu transformieren. Und ich weiß, dass meine Sonne so in diesem Bereich hier sein soll. Deswegen müssen die Schatten analog dazu auch von der anderen Seite kommen. Das heißt, ich spiegel diese Sanddüne jetzt einmal horizontal. Und sage vielleicht in etwa so. Dann werde ich mir eine Ebenenmaske erstellen und hier nun einen weichen Übergang schaffen. Da hinten brauche ich nicht. So. Sah schon mal ganz gut aus. Einmal die Hilfslinien versteckt.
Was jetzt natürlich noch gar nicht passt, ist die Farbe. Das heißt, ich werde mir eine neue Verlaufsumsetzung erstellen. Und mit dieser Dünenkonstellation verknüpfen. Und hier oben wähle ich einmal diesen Verlauf. Die Verläufe, falls Sie sich hier nicht haben, finden Sie, wenn Sie einmal hier reinklicken, unter fotografische Tonung, finden Sie diese Art von Verläufen. Wähle einmal den hier, der heißt Sepia Antique. Gehe im Ebenenmodus auf Farbe. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Diese drei Ebenen markiere ich einmal und drücke Command G, um sie in eine neue Gruppe zu packen. Diese Gruppe nenne ich Boden. Und das soll es fürs Erste einmal mit dem Boden gewesen sein. Was wir jetzt noch brauchen, damit das Bild erstmal komplett ist, ist natürlich ein Himmel. Und auch hier habe ich mir bereits eine schöne Wolkenkonstellation und einen blauen Himmel ausgesucht. Auch dieses Dokument werde ich einmal in Photoshop öffnen. 5.1.5.7.3.4.2.8. Auch hier einmal richtig umbenannt und in ein Smart Object konvertiert. Rüberkopiert. Unter die Bodenebene natürlich. Command T, um es zu transformieren. Und auch hier werde ich jetzt einfach mal ein bisschen verzerren. Das Bild ist zwar kleiner, aber es ist in dem Fall wirklich nicht tragisch. So, das heißt, wir haben jetzt einen Himmel, wir haben den Sandboden. Der Himmel entspricht noch nicht meinen genauen Vorstellungen. Mir gefällt die Farbe noch nicht. Das heißt, auch diese Ebene werde ich einmal in eine neue Gruppe packen. Himmel. Als allererstes möchte ich einmal den Farbton ändern. Das heißt, in meinen Korrekturen will ich einmal die Farbtonsättigung-Einstellungsebene und verknüpfe sie mit dieser Himmelebene. Und wenn wir es nach links drehen, also ins Grünliche und die Sättigung auch deutlich reduzieren, so um die minus 40 und vielleicht auch ein bisschen dunkler gestalten. Das passt schon sehr viel besser in diese Stimmung. Und auch hier werde ich einmal eine Verlaufsumsetzung hinzufügen und auch diese mit der Himmelebene verknüpfen. Hier wähle ich wieder diesen Sepia-Antik-Verlauf. Wähle den Ebenenmodus auf Farbe und spiele mit der Deckkraft. Vielleicht 50%. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber ich hätte gern hier oben so einen Vorlauf, also so eine Art Vignette, das heißt, dass der Himmel dunkler wird. Und dafür erstelle ich mir mal eine Gradationskurve und auch diese verknüpfe ich damit. Hier drehe ich das mal richtig dunkel. Drücke jetzt Command I, um die Ebenenmaske der Gradationskurven-Einstellungsebene zu invertieren. Das heißt, im Prinzip ist jetzt noch gar nichts passiert. Wähle mir eine weiße Vordergrundfarbe mit 20% Deckkraft und male ich jetzt leicht diesen Falloff da rein. Vielleicht zu viel, das heißt, ich kann ja auch nochmal mit der Deckkraft spielen. Aber ansonsten gefällt mir das schon ganz gut. Das heißt, wenn wir uns einmal die Einstellungsebenen angucken, ich habe den Himmel, ich habe die Farbton-Sättigungseinstellungsebene, um das Blau ein bisschen zu minimieren, die Sättigung rauszuziehen. Ich habe eine Verlaufsumsetzung, um die Farbe der gesamten Atmosphäre besser anzupassen. Und ich habe einmal eine Kurvenebene, um hier diesen Verlauf von hell zu dunkel kontrastreicher zu gestalten. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich eine Sonne. Die hätte ich irgendwo hier in diesem Bereich platziert. Dafür erstelle ich mir mal eine neue leere Ebene und nenne sie Sonne. Zoome mal hier ran. Wähle mir einen weichen Pinsel. Weiß mit 20% Deckkraft.
Fang jetzt einmal an hier. Immer größer werdend. Ein paar Flecken reinzumalen. Vielleicht sowas in der Art. Doppelklicke dann auf diese Ebene, um den Ebenenstil-Dialog zu öffnen. Wähle nun Schein nach außen. Einen orangenen Farbton. Sowas in der Art, hier die Größe vielleicht ein bisschen größer. Und schon habe ich eine Sonne in dem Bild. Das heißt, wir haben nun den ersten Schritt einer Komposition erschaffen. Wir haben einen Boden, wir haben einen Hintergrund, wir haben einen Himmel und wir haben die Sonne. Das heißt, das lichtgebende Element, die Lichtrichtung definiert. Und nun kann es mit dem nächsten Schritt weitergehen.